Hi, ich bin Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story. Ich habe keine Ahnung, ob hier im Dungeon vielleicht, ob man da überhaupt rein kann so langsam. Deswegen habe ich lieber schon vorher die Aufnahme gestartet. Jetzt mal for real, was soll das? Ich habe ehrlich gesagt hier keinen Bock, irgendwas zu replayen. Und das hatte ich auch letztes Mal schon. Ich versuche euch einzuschalten, wenn wir im Dungeon sind. Toller Beginn, ich weiß. Also dieses Mal habe ich jetzt nochmal von vorne begonnen den Spielstand, habe mich dazu entschieden, nicht mit dem Pokémon von Silberdorf zu reden, eben weil das kostet Zeit. Aber das ist jetzt wirklich komplett anders geworden. Anton freut sich jetzt auf Übernachtungsparty und ich darf auch mal ins Haus rein. Danke dafür. Willkommen in meinem kleinen, bescheidenen Häuslein. Hier können wir uns zu Hause ruhen. Wenn ich vorhabe, eine große Reise aufzubrechen, sollte ich mich hier fürs erste ausruhen. Ein schönes Bett. Was? Sag mal, Fragezeichen, man. Ist es überhaupt gedacht, dass man den anderen Weg nimmt? Kann sein, dass es gar nicht gedacht ist, dass man sagt, dass man rumfragt. Kann das irgendwie sein? Was ist hier los? Warum kommt das jetzt mit... Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, stand vor mir ein Vulpix. Endlich bist du wach, ich wollte gerade nach Silberdorf, als du plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht bist. Wer bist du? Ich war ziemlich verwirrt, da ich nicht wusste, weshalb ich überhaupt die Sprache des Vulpix verstand. Zudem wusste ich nicht, wie ich hierher gelangt war. Hallo, kannst du auch sprechen, Vulpix? Es wirkt etwas ungeduldig. Oh, tut mir leid, ich bin Günther. Wo bin ich hier? Ich bin Lord Ecke. Du bist ja in der Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald. Da wohne ich. Merk keine dieser Informationen weiter. Ich hatte von keinem dieser Orte jemals gehört. Übrigens, Leute, ich kann das hier auch richtig gut runterrattern. Das ist 1:1 meine Geschichte, Wort für Wort. Was? Jedes Pokémon kennt doch Silberdorf. Ist die größte Stadt der gesamten Region. Habe ich dir irgendwann mal die Textdatei geschickt? Fragezeichen, Mann. Offensichtlich schon, weil dass du das Stadt sogar in den Anführungszeichen hast. Und um das mal ehrlich zu sagen, keine Rechtschreibfehler. Du hast den Text einfach kopiert, kann das sein? Ich antwortete ihm daraufhin, gut möglich, aber ich bin ja offensichtlich ein Mensch und kein Pokémon. Geht es dir wirklich gut? Du siehst wie ein ganz normales Kanimani aus. Ich betrachtete mich selbst in der Pfütze direkt neben uns und erschrak. Er hatte recht. Ich wurde anscheinend in ein Pokémon verwandelt. Aber gut, ich glaub dir. Nun verstand ich noch weniger als vorher. Wirklich, ich denke, ich würde mir selbst nie in so einer Situation glauben. Ja, ich glaub dir, ich habe sowas vor langer Zeit schon mal erlebt. Ich habe ein Pokémon getroffen, das einmal ein Mensch war. Und zusammen konnten wir letztendlich die Zerstörung der Welt verhindern. Habe ich nicht Zerstörung der Zeit geschrieben? Ah, dann verschwand er. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wenn du möchtest, kannst du erst einmal mit zu mir nach Hause kommen, solange du nicht weißt, was du hier tun sollst. In diesem Moment konnte ich fühlen, wie traurig Lord Ecke wirkte, als er über dieses Pokémon redete. Doch ich war früh über sein Angebot, denn er hatte recht. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Komm aber erst mal mit nach Silberdorf. Ich habe dort was zu tun und treffe mich mit meinen Freunden. Dann kann ich sie dir vorstellen. Bevor wir aufbrachen, bat ich ihn um einen Gefallen. Aber Lord Ecke, ich glaube, wir sollten ihnen nicht sagen, dass ich ein Mensch bin. Sie würden es nicht glauben. Ich merkte, dass er etwas enttäuscht war, aber es verstand. Das war 1:1 das erste Kapitel. Von Anfang bis Ende. Meine Kapitel waren fucking kurz in der ersten Geschichte. Wir kommen in ein Haus, hier können wir uns ausruhen. Das war 1:1 das erste freaking Kapitel. Das ist schon nice. Sehe ich dann noch... Selten tue ich so. Ja, ein anderes Game von diesem Spiel hier. Ich hoffe, dass ich diesmal dann... Ich denke nämlich, ich werde gleich wieder in den Dungeon geschmissen.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mein Kind wurde entführt. Bitte rettet mein Kind. Ha, Leute, da geht keiner hin, ne. Ja, ich hab genug. Sprich die Statue von Kangama an und du kommst in dieser Spielentwicklerhalle. Wir können das Pokémon doch nicht zurücklassen, wir verpissen uns, okay, wir müssen nur da nach oben. Warum versuche ich überhaupt zu saven? Ich habe gerade erst gesaved. Und hoffe einfach, dass dieses Mal... Ich renne jetzt sofort dahin. Letztes Mal kannte ich ja den Weg nicht. Einfach instant hoch. Was? Also, ich hab mir jetzt Rat bei Fragezeichen-Man geholt. Ja, natürlich muss ich nicht am Dungeon-Eingang drücken, sondern hier, und er schreibt mich nochmal an. Dann können wir jetzt hoffentlich weiterspielen. Lieber. Wildes Pokémon, das hier sieht nach einem richtigen Dungeon aus, anders als in Günthers Story. Jawohl. Shinux, natürlich wieder weiblich, Leute. Wie wenig Charisma, wenn du mich jetzt vergiftest. Cornio, wenn du mich vergiftest. Ich muss so weit. Komm, bitte stirb an dem Hit, bitte stirb an dem Hit, bitte stirb an dem Hit. Übrigens habe ich rausgefunden, was in der vorletzten Folge bei The Lost Worlds im letzten Kampf. Den Soundtrack kannte ich sogar wirklich bei dem Kampf gegen die Charaktere aus dem Comic. Den Track kannte ich tatsächlich. Das ist ein Remix von Eternal Sushi, Way of the Wanderer für Reptan Remix. Schon wieder ein wildes Pokémon. Man scheint es wieder am Boden sterben, ist die Sache. Das ist halt so mies. Warum gibt es hier schon Dinger, die... ja, genau. Kann sein, dass ich hier wieder alles klar. Kann sein, dass mein Pokémon hier leicht underpowered sind. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich mit einem Level, wenn ich hier nichts töte, irgendwie klarkomme. Willst du mich verarschen? Ich will mein Beleber halt nicht instant raushauen jetzt. Und da lag ein fucking Gegengift! Mann! Irgendwie bezweifle ich, dass Enton mehr Schaden macht. Wenn der jetzt auch vergiftet wird. Ich kann mir da... Willst du mich verarschen? Ey, ist das denn ein Gag? What the fuck? Die anderen Storys waren alle so einfach. Und hier schaffe ich es nicht aus dem ersten Raum. Ich schaffe es nicht aus dem ersten Raum der ersten Ebene. Ja, ich bin halt tot wieder. Wenn das Ding nicht komplett verkackt. Ja, und jetzt reicht Vergiftung. Cool. Tot. Ja. Geile Sache. Hier gibt's keine Pokémon Center. Du solltest vorsichtiger sein. Ja, genau! Was soll ich machen? Kann sein, dass ich ohnehin gerade übelstes Pech hatte. Meine Items habe ich aber behalten, oder? Wenn ja, ist das schon mal ein Vorteil. Ich habe so keinen Bock auf wilde Pokémon gerade.
Hier geht's nicht weiter. Die wilden Pokémon hier zerstören mich. Egal, ob es Horden-Liu ist oder nicht. Ich brauche Level und neue Attacken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier sauzäh wird. Okay, ich mach zumindest ein bisschen mehr Schaden dafür. Instant wieder willst du mich eigentlich verarschen? Das ist doch lächerlich. Wie kann ich immer sofort vergiftet sein? Und Trank habe ich auch so nicht, auch wenn ich jetzt einen Gegengift rausballer. Jetzt mal im Ernst, ich habe das Gefühl, ich muss hier jetzt grinden, bevor ich irgendwie eine Chance habe. Und das fände ich mal richtig scheiße. Wenn ich jetzt ernsthaft erstmal Level pushen müsste, weil ich es ansonsten nicht schaffe. Ja, das war mein einziges Gegengift. Bei mir kommt jetzt instant wieder Hydropie und vergiftet mich sofort. Nicht Hydropie, Alter, was laber ich Horn. Die Taubsen sind anscheinend hier fucking stark. Junge, wie wenig Damage mach ich denn? Leck mich, erzähl das wem anders. Erzähl das wem anders! Ich belebe schon. Alter, was ist denn die Spawnrate? Dieser Dungeon fuckt mich ab! Ja, hier kann ich jetzt wieder nicht flüchten und hab verloren deswegen. Doch. Alter, ist das dein Ernst? Was hast du denn hier für eine Spawnrate drin? Das ist die absolut salty gerade. Komm, sag mir, dass Rattratz zumindest nicht so stark ist. Ja, deutlich zu stark für Anton. Ich hoffe jetzt einfach, dass du okay mit dem nächsten Hit bin ich tot. Ich riskiere es jetzt einfach, wenn nicht. Okay, wäre ich gestorben, hätte ich halt jetzt nochmal einen Dungeon gemacht. Ich meine, die erste eben. Willst du mich verarschen? Okay, die KI ist dumm. Alter, ist gerade Salz. Schiff tot, krieg ein Level bitte, Anton. Ich brauch diese Level-Ups. Nicht im Ansatz. Da drüben ist die Treppe. Ein Beleber, ich benutze einen. Na stimmt, das belebt ja auch noch nur mit der Hälfte der Leben. Das macht's ja noch toller. Aufs Geld scheiß ich, aber hier, diese Items. Die brauche ich. Und hier das Geld liegt auf dem Weg, also nehme ich es mal mit. Warum sind eigentlich hier auf einmal keine Pokémon mehr gespawnt? Okay, Rapfratz wieder am Start. Kann das Shiny zu one-hitten? Ich trau's dem Ding so hart zu. Defense runter, wie viel Damage macht's. Was ist das denn? Warum sind die Gegner so viel stärker als ich? Ja, das Ding tötet dann Shinex. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich schon raus. Jo, jo, läuft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich hier gegen die Gegner gescheit ankommen soll, aber... ja. Jetzt mal for real, das ist eine Rattfratz. Und Taubsi und Hornblut, aber die Dinger machen mich absolut fertig.
Ruckzucki reicht nicht, ja, und Rückenschlag macht kein Damage. Cool, ich erreiche noch eine Ebene. Und Anton kriegt hoffentlich zumindest ein Level. Müsste, oder? Ey, ich hätte dem so zugetraut, dass das jetzt so einen Millimeter vorher stehen bleibt. Cool. Vor allem, dass ich halt meine Pokémon nicht höher heilen kann. Als auf... oh, hier ist die Treppe ins Ding. Hier, ich kann nur wiederbeleben mit Hälfte von LP, HP, KP, mit allen Namen. Und jetzt kommt wieder ein wildes Pokémon. Wenn ich nicht flüchten kann, ja, wenn ich nicht flüchten kann, bin ich raus. Dann muss ich auf den Anfang mal wieder neu spielen. So, verloren. Damit habe ich verloren. Ich kann nicht flüchten und man sieht ja. Boah, ich konnte sogar noch. Wieder ein Beleber, ja, sehr schön. Hab ja auch einen eigentlich verloren jetzt in dem Kampf so ziemlich. Wenn dieser Dungeon noch lang ist, dann muss ich ganz weit los. Wieder Taubsi, nee, Horni. Lässt du mich wenigstens flüchten, ne? Danke. Noch eins hier auf der Ebene. Wieder Taubsi. Ja, jetzt muss ich einfach hoffen, dass dann Scheines Todes Anton weg darf. Oder dass sie mich diesmal aus irgendeinem Grund viel einfacher retten. Wie lange denn noch? Ich kann die Gegner nicht bekämpfen. Ein Trank! Ich nutze den aber nicht instant. Obwohl, wäre vermutlich sinnvoll gewesen. Ich mache hier jetzt aber mal. Das Ding outspeedet mich aus irgendeinem Grund. Mach du Krieg, willst du mich verarschen? Und warum habe ich auf Ja gedrückt? Cool, jetzt muss ich hoffen, dass Anton fliehen kann. Weil gewinnen kann er nicht. Wenn Shinux noch ein bisschen mehr Schaden hat, nutze ich einen Trank, aber nicht so. Alter, diese Spawnrate ist so dreckig, vor allem wenn ich jetzt hier so einen ewig langen Gang lang muss, ne? Ich muss hier einfach einen ewig langen Gang nehmen und einfach... wie wenig Damage mach ich denn? Wie wenig mache ich denn? Noch ein Hit würde nicht reichen, sehe ich das richtig? Natürlich. Wenn mich das Ding jetzt crittet oder vergiftet. Danke. Ich krieg Level 7. Ich brauche eine bessere Attacke. Ich brauche irgendwie... Ich brauche irgendeine starke Attacke, bitte. Habt ihr gesehen, wie meine Werte gestiegen sind? Um einen halben Furz. Nicht mal einen ganzen. Ein halber verkackter Furz. Hoffentlich das letzte Pokémon dieser Ebene, Rapfratz. Natürlich nicht! Wie macht ein Rapfratz so viel Damage? Und der Nightwood endet auch nicht. Endet auch nicht. Mir fehlt nur noch, dass die Gegner gleich höhere Level haben. Jetzt, wo ich Level 7 bin, dürften noch 3 Hits für dich reichen, oder?
Sogar zwei? Okay, danke. Sogar zwei Hits reichen. Vergiftung. Nee, doch nicht. Ach doch! Alter. Ich glaube, ich war in dem Projekt noch nicht so salty wie heute. Uff, dieser Dungeon ist ja mal Rotz! Zumindest habe ich inzwischen einige Leber. Der Encounter war jetzt auch noch ein. Ich bräuchte eine Elektroattacke jetzt noch. Also, wie viel. Also, ich hoffe mal, dass ich einen Zubat irgendwie. Nein! Danke! Wenn ich irgendwas hier jetzt gar nicht gebrauchen kann, dann ist es eine Verwirrung. Blutsaugern ist nicht stark. Ich kann mir jetzt einfach noch einen Tackle raushauen. Okay, Besinnungsschutz habe ich früher gebraucht. Noch ein bisschen Erfahrung, aber nicht genug für ein. Doch. Bitte irgendwie ein Biss oder so zumindest. Meine Defense bleibt einfach die ganze Zeit gleich. Ey, wie lange ist denn der Nightwood? Und warum save ich eigentlich nie? Wie lange ist denn der Nightwood? Ich hoffe, es gibt nicht viele solche Dungeons im Hauptgame. Wenn jetzt auf dem nächsten Schritt ein Encounter. Wenn auf dem Wow, wir sind schon echt weit vorgedrungen. Ich glaube, ich sehe schon das Ende des Tunnels. Man hat ja nicht gerade schon den Raum gesehen. Hilfe, da ist ein Gespenst. Halt ruhig, ich will dich nur retten. Eine Frage, warum ist das ein Wampel? Ist das dein Ernst? Das Kind von Smetbo ist ein Raupi und kein Wampel. Lass das Pokémon in Ruhe. Du wirst bereuen, was du. Wo sind deine Teampartner? Gute Frage. Ich glaube, seine Teampartner haben realisiert, dass er ein Geist ist. Ah ja. Ihr wisst schon, dass ich erkennen kann, oder? Egal, wo war ich genau? Ah ja, erst räche ich mich, dann rette ich Wampel und dann bin ich krass. Noch ein Gegengift. Safe. Und ich muss anscheinend nicht, wie ich. Alter, Fragezeichen, Mensch, schickt mir irgendeinen behinderten SpongeBob-Clip. Kennt ihr den Clip mit den Piraten? Ich muss mir den gar nicht angucken. Ich kenne den schon. Nicht Piraten, Wikingern. Wo der Wikinger-Kapitän so seine Crew vorstellt. Das ist Olaf. Und ich bin Günther. Okay, jetzt habt ihr mich wütend gemacht. Was der Fuck ist dieser Schein und Sprite? Ich meine, wenn man bedenkt, dass weibliche Tanz mit dem Pokémon Gender wird live zu Beto. Das Level ist ein Gag. Das Level. Moment! Moment! Ich bin so flott! Bin jetzt nochmal im Dungeon leicht salty. Ich hatte jetzt keine Möglichkeit mehr, außer das Spiel zu resetten, replayen. Ich weiß jetzt durch Fragezeichen, man, dass das, mit dem man durch das eigentlich auch der ganze Dungeon achtmal einfacher wird. Warum habe ich den scheiß Rahmen nicht drin? Glückwunsch, ihr habt jetzt die Original-Videodateien gesehen. Bei Raichu im Silberdorf kann man einen Donnerblitz und Siedewasser bekommen. Hätte ich das erwähnt, wenn er mich jetzt wieder vergiftet. Ich bin gerade so salty.
Aber dieses Mal hab ich gescheite Attacken im Moveset. Ich konnte halt wirklich überhaupt nichts machen. Nachdem ich schon resettet hatte, hat Fragezeichen nur noch geschrieben, dass es, und eben gespeichert, dass es eine Möglichkeit gibt, den Boss einfach zu skippen. Aber das wäre auch wieder kacke gewesen. Ich hab sogar versucht, mich bei Gengar umzubringen, falls das immer sagt. Es hat erstens 38 Runden gedauert, weil der Typ offensichtlich nur eine Angriffsattacke kann, die er selber offensichtlich nicht mag. Deswegen hat das erstmal eine halbe Ewigkeit gedauert. Und als ich dann endlich tot war, wurde ich wieder direkt vorm Gengar-Battle bei der Kandama-Statue rausgelassen. Und ich... Meine Defense ist jetzt schon besser als im gesamten letzten Playthrough hier von der Story. Taubsi vielleicht mal, weil ich glaube, ein Taubsi können mich one-hitten jetzt. Im letzten Playthrough die gefährlichsten Viecher, jetzt wo ich Donnerblitz hab, das macht den Dungeon halt auch einfacher. Auch wenn die Dinger immer noch schneller sind. Aus irgendeinem Grund macht das jetzt nicht mal so viel Schaden wie letztes Mal. Jetzt mal im Ernst, hätte ich das letztes Mal schon gehabt. Das hätte mir so viel Zeug erspart. Da krieg ich ihn dran. Ich schaff Gengar jetzt heute auch nicht mehr. Ich hab nicht die Zeit. Ich will zumindest noch irgendwie im Dungeon ein bisschen was erreichen. Schnell weiterkommen ist mir wichtiger als Items. Ein Taubsi, das dürfte relativ früh jetzt sein. Mein Shinux hat offensichtlich eine andere Fähigkeit als beim letzten Durchspielen und ein anderes Geschlecht wohlgemerkt. Ich hoffe, man kann mir verzeihen, dass ich nach dem Kack, der hier heute los war, jetzt nicht mehr die beste Laune hab. Aber es ist halt wirklich so eine Scheiße passiert. Ich müsste ja auch mehrfach um Rat fragen, was ich tun kann, Alter. Ich hoffe, dass die nächste Folge dann wieder besser wird. Ebene 7 war Gengar, ich würde gern zumindest noch vor seinem Kampf kommen. Alter, die Spannung! Ich sollte vielleicht auch mal langsam Enton nach vorne stellen. Dönerblick. One-Hit-Set inzwischen. Wenn ich jetzt auf Anton wechsle. Ach, was scheiße auf den Wechsel. Wieso auf den letzten? Scheiße auf den Wechsel. Ich hoffe einfach, dass Shinux krass genug ist. Dieses Mal habe ich dann halt auch Attacken, die Gengar treffen, ist das Gute. Quidrat trotz Tod, noch ein bisschen Erfahrung. Und schon ist der Dungeon einfach. Letzte normale Ebene. Ein Item kann man vielleicht auch mal einpacken.
Sache, warum andere Musik. Warum halt ja bei meiner andere Musik? Verstehe ich nicht, aber scheiße doch genau. Dass du noch stehst, ist auch kein Glück. Nein, nein. Komm, töten und töten. Ach, schade. Das hätte noch gefehlt. Level 9, bitte. Danke. Ladevorgang. Das heißt, auch wenn ich ein Level höher gekommen wäre, hätte mir das bei Gengar nichts gebracht. Jetzt dürfte ich dich auch ohne Schlittwandhit kriegen, oder? Mein Donnerblitz geht langsam leer. Ja, ich dürfte inzwischen so ziemlich alles in deinem One-Hit kriegen. Mit dem Donnerblitz, Alter, dass ich den letztes Mal nicht hatte, ist halt schon. Ich hab zumindest relativ Glück mit der Treppe. So, noch die letzten Erfahrungspunkte. Zeit weg. 25 EP. Wenn jetzt noch ein Encounter wegen dem einfällt, kommt. Ich wäre so fertig gewesen. Wow, wir sind immer noch weit. Für heute reicht's. Ich hab keinen Bock mehr. Hoffentlich läuft's morgen besser. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dann. Und. Das Gegengift hier ist anscheinend vorgeschrieben. Dabei kann der Typ nicht mal vergiften. Und ciao.